Und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Ja, meine letzte Aufnahme ist ein paar Tage her. Deswegen war ich jetzt hier gerade so ein bisschen verwirrt, dass ich hier direkt in den Kampf zwischen mit Sabertooth und Magneto starte. Aber egal. Ich bin jetzt hier voll im Bilde, glaube ich. Ach, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich kämpfe jetzt hier. Weiß gar nicht, was ich hier tun muss. Ein bisschen Punkte sammeln wäre. Aua, nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme mal kurz einen Hulk. Mit Hulk kann ich mich hier besser durchputzen. Ach, da hinten war auch der Speicherpunkt. Ich erinnere mich. Ach, jetzt sind wir oben angekommen. Und die ab? Muss ich die gar nicht verhauen? Wir müssen mal etwas Schweres auf Sabertooth werfen, um ihn auszuschalten. Achso, da brauche ich wahrscheinlich hier Mr. Logan, um das zu basteln. Und dann Mr. Hulk, um das zu nehmen. Wo hast du das denn hingeworfen? Du solltest doch das auf Sabertooth werfen. Geht doch. Voll die Breitseite. Oh, jetzt geht's weiter. Da prüge ich mich natürlich weiter mit dem Hulk durch. Sollte jetzt nicht so die große Herausforderung sein. Ich nehme an, hier kann man auch wunderbar wieder ein paar Punkte farmen. Vielleicht nicht so gut wie in der letzten Mission. Aber sollte gehen. Oh, jetzt haben wir schon Multiplizierer mal 10. Oh, jetzt geht's aber ab. Oh, Hulk ist hingefallen. Ach so, der fliegt jetzt einfach nur wieder normal. Muss ich das jetzt hier die ganze Zeit so weitermachen? Ah, da fand ich den Kampf gegen Venom innovativer, oder? Komm, sammeln wir noch ein paar Punkte auf. Und bam, voll getroffen. Sag ich ja, jetzt kommen hier wieder diese Handlanger. Einfach durchschmetzeln. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich plaudere jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, würde ich sagen, weil sonst wird das hier vielleicht ein bisschen langweilig. Heute ist an sich Heiligabend. Naja, was heißt der Heilige Abend? Ist wahrscheinlich schon so gut wie vorbei. Laut meiner Uhr haben wir es jetzt 23.51 Uhr. Das heißt, ich nehme mal an, der größte Teil ist gelaufen. Wahrscheinlich bei euch auch. Warum ich so spät aufnehme, ist ganz leicht. Ich kann nicht pennen. Dadurch, dass ich jetzt unterhalb der Woche einfach mal so frei habe, durch Heiligabend und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, bin ich irgendwie null ausgelastet. Ich meine, der Tag war heute sehr schön, muss ich sagen. Ups, ich hab's kaputt gemacht. Aber jetzt bin ich nicht ausgelastet und kann nicht pennen. Oh nein, das war noch richtig, das ist wieder ganz. Komm, nimm's dir. Nicht kaputt machen. Okay, dann von der Seite aus. Ja, okay, auf jeden Fall bin ich dadurch nicht ausgelastet, kann nicht pennen. Und dachte mir, na gut, ein paar Lego-Aufnahmen fehlen dir. Machst du die mal jetzt. Du grüner Gorilla. Ah, Mystique. Thank you.
macht er einfach so das Licht kaputt? Kann ich mich jetzt mit dem prügeln? Das würde mich ja interessieren. Aua. Oh ja, der hat Mundgeruch. Nee, also wie gesagt, der heilige Abend ist eigentlich vorbei. Ich habe keine Lust auf Schlafen. Ein paar Folgen zum Aufnehmen. Schadet doch eigentlich nicht. Ja, okay, ich muss sagen, die Folge kommt wahrscheinlich erst am Samstag. Das heißt, ich habe doch schon... Ja, ich habe dann eigentlich schon ein bisschen vorproduziert. Wenn man bedenkt, dass jetzt eigentlich erst Dienstag, beziehungsweise so gut wie Mittwoch ist, dann... Naja. Da nehme ich mir halt mal auch die Zeit, wenn ich ein paar freie Tage habe, das dann zu machen. Ja, was soll ich denn jetzt hier tun? Muss ich... Wo ist denn der Hulk hin? Der steht da hinten. Das wäre nur mit Iron Man machbar. Ach, ich bin verwirrt. Das da würde ich ja gerne... Achso, vielleicht... Die nerven mich hier ein bisschen. So, danke. Klappt das? Da kommt schon wieder so eine Nervensäge an. Ich bin einfach nicht gut. So. Kommt der nächste an. Na, wenn ihr Lust habt... Obwohl, das ist eigentlich zu spät. Aber wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir gerne, wie dann euer heiliger Abend so war, in die Kommentare schreiben. Ja, ich gebe es dazu, ist ein bisschen verspätet, aber... besser spät als nie. Warum? Keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Aber... Mann. Jetzt muss ich den hier erst weglocken, damit ich das da irgendwie aufbauen kann. Und das wäre cool, wenn der Hulk hier mal ein bisschen... Ah, ja, komm, der stinkt. Das habe ich ja mitbekommen. Lass ein Herz, das haben nicht mal auf. Wenn wir, oh, da hinten sind noch ein paar Steinchen. Ja, hier könnte ich theoretisch auch hoch. Ah, hier kann ich eine Leiter basteln. Muss ich vielleicht gar nicht dieses Vieh besiegen? Was tue ich denn hier? Ach komm, lassen wir uns jetzt von denen einfach mal nicht stören. True Belief haben wir jetzt. Okay. Ah, so muss ich den wahrscheinlich an. Ach so, nee, das war schlecht. Den anleuchten. Achso, jetzt wieder hier Viereck drücken wie so ein Bekloppter. Das kennen wir ja noch aus dem ersten Kampf. Oh, voll eingedrückt. Das tut bestimmt weh. Ah, jetzt wird der wahrscheinlich auch kaputt gemacht. Interessant. Wo ist denn jetzt unser kleiner Logan? Aua. Ich wechsle zu denen wirklich voll eins auf die Nase. So, ich nehme mal an, dann muss ich hier hoch. Heiligabend, also ich bin jetzt nun eigentlich schon auch aus dem Alter raus, wo ich jetzt mal so sagen kann, dass es mir um die Geschenke geht. Ich finde eigentlich das Essen toll. Geschenke sind zweitrangig. Aua, das wollte ich doch gar nicht. So, das wollte ich. Wenn man es so nimmt, dann alles, was ich haben möchte, kaufe ich mir selber. So einfach ist das Spiel. Und... Ja. Geschenke sind natürlich nette Aufmerksamkeit, wa? Aber ist jetzt nicht so, dass ich Weihnachten noch so wie als Kind so toll finde, nur wegen den Geschenken. Es war ja damals immer sehr interessant, wenn man da so hibbelig schon war. Schon fast... seit Anfang Dezember ein unantragbares Kind und einfach nur die Geschenke haben wollte. Dazu muss ich aber auch sagen, meine Eltern hatten mich da nie enttäuscht.
immer das, was ich mir gewünscht habe, bekam ich in der Regel auch. Also ich erinnere mich jetzt eigentlich an kein Weihnachten, wo das so war, wo ich mir jetzt dachte, aber ich habe mir doch lieber, meinetwegen, was sag ich denn so, zum Beispiel ein Gamecube. Gamecube habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern. Das war schön. Wo ich sagen muss, mein Cousin hat mir ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Gut, man muss dazu sagen, ich wusste, was es ist. Wir haben es zusammen ausgesucht, weil er sich so unschlüssig war. Oh, da oben, wie komme ich denn daran? Gar nicht mit ihm. Oder? Nee. War ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Über die Feiertage... Was heißt denn über die Feiertage? Am zweiten Feiertag besucht mich noch meine ältere Schwester. Und meine Nichte natürlich, die kommt da mit. Was ist das denn? Okay. Ich weiß gar nicht. Was dann passiert am zweiten Weihnachtsfeiertag? Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise der ja mittlerweile jetzt in jeder Minute anbrechen sollte, da ist eigentlich Flaute. Da mache ich nichts wirklich. Nein, aua. Warum wechselt ihr denn immer da den Charakter bevor... Hey. Bevor... Jetzt fällt mir das Wort gerade. Bevor... ich da reinspringe. So, jetzt habe ich's. Und bam, ja, wieder Fähigkämmern. Okay, hier muss man sagen, hier ist es interessant an der Geschichte. Ups. Ey, hörst du auf. Genau, hau dich selbst. An dem Kampf ist das Interessante eindeutig, dass man die Lichtschalter treffen muss, wa? Der Rest war ja eher lame. Was für ein Chaos. Wer ist noch entwischt? Ich nehme noch andere Superschurkenfährten auf. Mandarin, Red Skull und Loki. Wo ist Thor? In Asgard. Er muss das wissen. Wow, Hochsicherheitsspektakel abgeschlossen. Muss man sagen, da sind wir mal wirklich gut durchgekommen. Jetzt haben wir Tony Stark in Unterwäsche. Wolverine natürlich, das war ja schon fast klar. Haben wir den nicht schon mal? Anscheinend nicht. Sabertooth. Finde ich etwas komisch dargestellt. Fand ich in den X-Men-Filmen irgendwie jetzt... also ich kann zu jedem eine kleine Identifikation sehen, nur zu Sabertooth irgendwie nicht. So, wieder Punkte, wieder True Belief, was das auch immer, oder True Believer vielmehr, was das auch immer zu bedeuten hat. Und was sagt die Zeit? Ja, wir können die Geschichte fortsetzen. Lieber Onkel Sam, wir müssen Amerika vor Red Skull retten. Hartzig Schädlein! Halb's Hose kaputt. Genau deswegen ist meine rot-weiß-blaue Uniform maßgeschneidert und doch flexibel. Amerikanischer Erfindergeist. Ich muss Spuren aufnehmen. Ich melde mich. Oder auch nicht. Tony, los, zurück zum Stark Tower. Du brauchst etwas weniger, auffälliges. Oh, ich habe ein tolles neues Outfit. Habe ich mir neulich zusammengestellt. Wir brauchen Iron Man, wenn wir die kosmischen Steine wollen. Los, okay. Rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug.
Jetzt bin ich Iron Man in Unterwäsche. Warum auch nicht? Mit Captain America. Und erstmal gleich wieder ab ins Wasser. Wir wollen natürlich Schiff fahren. Der Bootsmann soll uns zurückbringen. Warum habe ich jetzt silberne Herzen? Wahrscheinlich wegen dem Boot. Fliegen wäre natürlich schöner, das können wir jetzt gerade nicht mehr mit Iron Man. Ach, egal. Ja. Schaffen wir's? Aber jedes Jahr auf Weihnachten freue ich mich wirklich am meisten auf den Essen. Das ist bei uns so ein kleines Ritual. Am Heiligen Abend gibt es dann immer Brühnudeln. Dürfte eigentlich jeden ein Begriff sein, gehe ich mal von aus. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann so einen komischen Vogel. Ich glaube, Gans. Ja, ich glaube, das war eine Gans, die wir dann essen. Und na gut, am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann meistens auch noch Gans, nur anders zubereitet halt, dann wahrscheinlich in irgendeiner Soße mit irgendwas. Aua. Das Auto hat mich voll angefahren. Wow. Das ist natürlich ein Superheld, war einfach so das Auto geklaut. Hey, das macht voll Spaß, das hat schon ein bisschen was von GTA. Ups. Da ist ein Cabrio, ey, lass mich mal auf abzudrängen. Boah, du bremst. Oder beziehungsweise der andere bremst. Ups. Oh, ich kann sogar mal mit dem Auto springen. Auf Viereck mit Kreis ist rückwärts fahren. Wusch. Komm, gib ein bisschen Gas. Ups. Oh nein. Ah, sag ich ja, das ist. Die silbernen Herzen bedeutet, dass wir dann. Schon wieder. Bin es irgendwie gewohnt, dass mit Viereck rückwärts fahren ist. Ja, schon wieder. Ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Was ist denn hier los? Ist ja fast wie bei mir zu Hause. Der Verkehr. Keiner kann's. Ja, egal. Boah. Der hätte wissen müssen, dass ich da komme. Der hätte ausweichen können. Er ist schuld. Ruf die Polizei. Na, okay. Boah, seht ihr? Kein Schulterblick, deswegen passiert sowas. Rechts vor links, der hat mir die Vorfahrt geklaut und solche Sachen. Ja, okay. Einparken, perfekt, seht ihr? Wo sind wir jetzt hier? Oh je, jetzt wird's peinlich. Ich habe meine Schlüssel in meinem anderen Anzug vergessen. Ja, das ist super. Muss jetzt bei dir sein. Klar, wir müssen einfach nur ein bisschen erfinderisch sein. Okay, aber ich würde sagen, erfinderisch sind wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich dann erstmal hier für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Lego Marvel Super Heroes wieder dabei seid. Bis dahin.